Hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute in diesem Video möchte ich euch mal gerne unser neues Videoformat vorstellen. Ich sage hier ganz bewusst unser neues Videoformat, denn es ist so eine Co-Produktion aus euren Kommentaren und Zuschriften und aus ja so ein bisschen während der Autofahrt drüber grübeln, wie wir die Videos oder unsere Videos, wenn wir irgendwo unterwegs sind, so ein bisschen für euch interessanter und informativer gestalten können. Erstmal vorweg vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die in letzter Zeit mich über Instagram, über YouTube in den Kommentaren oder per E-Mail kontaktiert haben, die Fragen hatten zu unseren Locations, an denen wir so unterwegs waren. Und genau aus diesen Hinweisen, Fragen und Kommentaren ist eben dieses neue Videoformat, unsere Meinung, quasi entstanden. Also ihr merkt schon, das Videoformat nennt sich unsere Meinung zu dann zum Beispiel oder unsere Meinung zum Zoo, bla 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 und so weiter und so fort. Also unsere Meinung, so heißt dieses neue Videoformat. Und wir haben uns dafür ein Bewertungssystem überlegt und das möchte ich euch hier an dieser Stelle mal so ein bisschen erklären. Im Moment ist es so, dass wir das Ganze erstmal nur für Zoos, Wildparks, Tierparks, also alles, wo irgendwie so Tiere mit vorkommen, denn das ist ja, wisst ihr ja, so das, was ich am liebsten mache, Tiere fotografieren. Meine Frau filmt sie ganz gerne, wie ihr mittlerweile mitbekommen habt. Und das ist so das, wo wir meistens unterwegs sind und deswegen wollen wir damit anfangen. Aber wir sind auch gerne bereit, die ganze Geschichte auszuweiten auf Städte, auf besondere Locations oder was weiß ich auch immer. Da sind wir dann so ein bisschen wieder auf euer Feedback, auf eure Rückmeldung angewiesen. Ja, was haben wir uns genau überlegt? Also erstmal vorweg vielen Dank an Alpay, an Steffen, an Stefan, an Martin, an Frank und wir doch alle HSPde natürlich nicht zu vergessen, die immer und immer wieder meine Videos kommentieren und dadurch immer wieder Denkanstöße dalassen, wie man das Ganze so ein bisschen aufwerten kann, die ganzen Videos. Und das ist das, was jetzt daraus resultiert. Ich hoffe, das ist in eurem Sinn und ich möchte euch jetzt einfach mal unser Bewertungssystem für Zoos, Tierparks, Wildparks, was auch immer, so ein bisschen vorstellen. Das Ganze setzt sich aus drei Kategorien zusammen. Die erste Kategorie bezieht sich so ein bisschen auf den Auftritt, auf das Drumherum der entsprechenden Location. Diese Punktzahl geht immer von 1 bis 10. Also 0 Punkte gibt es bei uns nicht, sondern 1 bis 10 haben wir uns überlegt. Und dieser Auftritt, ich nenne das jetzt mal blaue Kategorie, geht mit einer Wertung von 30% in das Gesamtergebnis ein. Dann gibt es die grüne Kategorie. Da geht es hauptsächlich um die Gehege, um die Tiere an sich, um die Artenvielfalt, um den Artenschutz und solche Dinge. Das Ganze geht mit 60% in das Gesamtergebnis ein und merkt ihr schon, da sind wir ja schon bei 90% in Summe. Und dann gibt es noch die Kategorie Sonstiges. Diese wird dann mit 10% in die Wertung eingehen. Erkläre ich euch gleich, was wir für uns als Sonstiges verstehen. Eins vorweg, uns ist es nicht möglich, Spielplätze zu bewerten. Unsere Tochter ist 18, kommt zum einen gar nicht mehr mit uns mit, zum anderen, wenn sie mitkommen würde, würde sie nicht auf Spielplätzen rumturnen. Deswegen können wir nicht bewerten, ob die Spielplätze gut sind. Das Einzige, was wir bewerten können, ist die Anzahl der Spielplätze und wie sie optisch auf uns wirken. Viel mehr geht da aber nicht. Genauso sieht es auch aus mit der Gastronomie. Wir essen sehr, sehr selten in solchen Locations. Wir nehmen meistens irgendwie was mit oder wenn wir in unseren Zoos hier unterwegs sind, dann frühstücken wir vorher ordentlich und fahren dann in die entsprechende Location. Und deswegen ist es eher selten, dass wir irgendwo mal was essen. Wir trinken mal einen Kaffee, wir trinken mal einen Kakao oder sonst irgendwie dergleichen. Aber essen eigentlich nicht ganz so oft. Kommt schon mal vor, wenn es dann so sein wird, dann fließt das natürlich in die Bewertung mit ein. Ja, das sind so die Kategorien, die drei Hauptkategorien. Ich blende euch das hier immer mal wieder so ein bisschen mit ein, dass ihr dem auch folgen könnt. Und kommen wir mal zur blauen Kategorie. Und da ist der erste Punkt quasi Verkehrsanbindung Parkplatz.
Hier ist es bei uns so, dass wir zu 99% mit dem Auto zu den entsprechenden Locations immer fahren. Deswegen ist es ein bisschen schwierig für uns, die öffentliche Verkehrsanbindung quasi zu bewerten, also für die Öftis. Wir beziehen uns da hauptsächlich wahrscheinlich auf das Auto. Dann geht es oder ist uns wichtig immer der Social Media Auftritt. Einfach zum einen, jetzt habe ich das gemerkt in der Recherche, um so einen Zoo nochmal oder so eine Location nochmal zu bewerten. Das andere ist natürlich auch, ist es möglich, Online-Tickets zu kaufen? Ist es möglich, irgendwie Übernachtungen zu buchen oder sonst irgendwas? Kann man das machen? Wird mir angezeigt, welche Tiere ich dort erwarten kann? Wird mir angezeigt, welche Gastronomieeinrichtungen vorhanden sind? All solche Dinge sind uns relativ wichtig und das Wichtigste für uns ist die Webseite. Das Wichtigste für uns ist nicht Instagram, ist nicht Facebook oder YouTube, sondern in dem Fall tatsächlich dann die eigene Webseite. Und das andere ist dann so der Punkt obendrauf auf dem i. Ja, dann bewerten wir natürlich auch die sanitären Anlagen. Hier ist es natürlich so, dass wir jetzt nicht in jede Toilette reinrennen und gucken, ob die sauber ist und genug Handpapier da ist oder sonst irgendwie was dergleichen, sondern wir werden einfach beobachten, ist ausreichend vorhanden, also sind ausreichende sanitäre Anlagen vorhanden und benutzen tut man einmal im Zoo auf jeden Fall eine sanitäre Anlage und dort können wir dann natürlich auch die Sauberkeit und so ein bisschen mit in die Bewertung einfließen lassen. Dann Gastronomie, habe ich schon gesagt, ist es eher selten, dass wir essen in den Locations. Aber wenn es vorkommt, werden wir es bewerten. Ansonsten beziehen wir uns auch hier einfach auf die Anzahl der zur Verfügung stehenden Restaurants, Imbissbuden, was auch immer. Das ist dann so ein Punkt, den wir trotzdem mit einfließen lassen wollen, weil das ja für den einen oder anderen dann doch wichtig ist. Dann war meiner Frau ganz wichtig, der Shop, also der Location-eigene Zooshop, nenne ich es jetzt mal, Souvenirshop oder sonst irgendwas. Wie ist das Angebot dort? Gibt es von allem irgendwie, was das Herz begehrt, irgendwie was zu kaufen? Sind die aktuellen Jahreskalender vorhanden? Gibt es schon Kalender fürs neue Jahr und solche Geschichten? Gibt es für Tiere was? Kann man sich da mal schnell noch ein Eis auf die Hand holen und solche Dinge? Ist mir persönlich nicht wichtig. Meine Frau kruscht durch jeden einzelnen Zoo-Shop-Laden, der zur Verfügung steht. Aber wir lassen es mit einfließen. Meine Frau wird diese Kategorie alleine bewerten, da ich da überhaupt gar kein Faible für habe. Und dann natürlich, last but not least, die Eintrittspreise. Hier geht es nicht darum, dass wir sagen, 5 Euro ist 10 Punkte wert und 21 Euro ist 1 Punkt wert. Sondern hier geht es darum, dass wir ja den Eintritt für die Location bezahlen, uns die Location dann angucken, durchlaufen und dann hinterher bewerten, war der Eintritt für das, was uns geboten wurde, abseits von Gastronomie und Zooshop und Spielplätzen oder sonst irgendwas, war es den Eintritt wert. Und danach werden wir das dann bewerten. Ja, dann die zweite Kategorie, das ist dann die grüne Kategorie und die Kategorie, die uns am Herzen liegt, die für uns am wichtigsten ist, nämlich die Tiere, die Gehege, der Artenschutz. Und dies haben wir aufgeteilt in 5 Unterpunkte, nämlich die Artenvielfalt. Hier ist es ähnlich wie beim Eintrittspreis. Es geht nicht darum, gibt es da möglichst viele Arten, sondern ist das so aufgeteilt, dass es irgendwie logisch erscheint. Also zum Beispiel, wenn man jetzt in einem kleinen Tierpark in der Kreisstadt ist, dass man sagt, oh, hier gibt es ja lokale Tierarten, die ich hier mir anschauen kann und davon sind ein paar Arten vorhanden auf der dafür zur Verfügung stehenden Fläche natürlich. Also wir können ja jetzt nicht erwarten, dass in einem kleinen Tierpark hier in Bitterfeld genauso viele Tierarten gehalten werden und gepflegt werden wie im Zoo Leipzig oder so. Also das ist kein Maßstab, sondern immer ist ausgewogen, wird das Ganze dann bewertet. Dann aber, und das wird in jeder Location gleich sein, wollen wir natürlich versuchen, die Gehege zu bewerten. Jetzt sind wir natürlich keine Biologen und keine Forscher oder irgendwie dergleichen, aber wir sind doch sehr, sehr viel in Zoos und so unterwegs und haben so ein bisschen eine Vergleichsmöglichkeit, wie man Gehege aufbauen kann und ob es nach unserem Empfinden zum Beispiel, ob die Gehege ausreichend groß sind. Das ist ja, glaube ich, das Wichtigste. Gibt es Rückzugsorte für die einzelnen Tiere und so. Das ist so das, auf was wir gerne achten möchten.
Dann natürlich die Anlage an sich, also die Parkgestaltung und auch die Wege. Ja, das ist für uns immer so ein Ding, laufe ich die ganze Zeit auf Asphalt durch den Wald oder laufe ich auf einen wunderschönen Waldweg, wo auch mal eine Baumwurzel im Weg ist, was natürlich für Leute mit Kinderwagen wieder schlecht ist, für uns aber so ein bisschen so ein natürliches Habitat darstellt. Ja, darauf wollen wir immer so ein bisschen eingehen und das Ganze bewerten. Und natürlich auch das Personal. Also es ist sehr unterschiedlich. Man kommt in der einen oder anderen Location sogar mit den Tierpflegern auch mal ins Gespräch. Also das hatte ich schon öfters. Aber auch, ja, ist das Personal freundlich. Von der Kassiererin des Eintrittspreises bis zur Putzfrau auf der Toilette, sage ich jetzt mal, in der Gastronomie oder sonst irgendwo. Einfach der Eindruck, den man vom Personal hat. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig, weil man da auch quasi beurteilen kann, ob ja, die Anlage mit Leidenschaft gepflegt und erhalten wird oder ob es wirklich nur Business as usual ist. Ja, auf die Dinge wollen wir natürlich so ein bisschen eingehen. Und als letzten Punkt in der grünen Kategorie haben wir uns noch vorgenommen, so ein bisschen den Artenschutz zu bewerten. Jetzt können wir natürlich nicht bewerten, ob hier ständig irgendwie Tiere ausgewildert werden, ob notleidenden Tieren geholfen wird oder irgendwie dergleichen. Aber wir wollen dennoch versuchen, und das machen wir auch meistens, dass wir die Schilder lesen, die im Park verteilt sind, dass wir auf der Webseite so immer ein bisschen rumstöbern, zum einen bevor wir in die Location fahren, zum anderen aber auch danach, nochmal schauen, was machen die für einen Artenschutz. Und ja, das wollen wir so ein bisschen bewerten, natürlich immer in Bezug und in Relation. Ja, und als letzte Kategorie haben wir noch die rote Kategorie. Die Farben haben ja im Übrigen keine Wertigkeit und sind nicht zu beachten. Ja, die rote Kategorie fließt mit 10% in das Gesamtergebnis hinein. Und wir haben sie einfach Sonstiges genannt. Und hier wollen wir so ein paar, ja, X-Faktor-Punkte zum Beispiel vergeben. Also Punkte für ein gewisses Extra. Also ob der Park zum Beispiel noch ein Riesenrad stehen hat, sage ich jetzt mal. Oder noch ein Zelt, wo man mal durchlaufen kann, wo einem die Zukunftsvision des Zoos gezeigt und erklärt werden. Oder irgendwie, dass uns aufgefallen ist, es gibt besonders viele Hinweistafeln oder sonst irgendwie. Das wollen wir so ein bisschen unter Sonstiges berücksichtigen. Ist so eine Kategorie, die nicht unbedingt für uns jetzt so wichtig ist. Aber wenn halt einfach Dinge in dem Zoo, in der Location umgesetzt werden, die nicht selbstverständlich sind, dann haben die auch in unseren Augen so ein bisschen verdient, bewertet zu werden. Trotzdem sollen diese natürlich nicht die Gesamtwertung dann extrem beeinflussen und deswegen haben wir gesagt, dieser Kategorie geben wir 10%. Jetzt ist mir natürlich klar, dass das für euch jetzt ja, erstmal ungewohnt sein wird. Ich weiß auch noch gar nicht so richtig, wie ich die Videos an sich dann aufbauen werde. Aber ich werde es jetzt einfach mal eine Zeit lang testen und ich hoffe, dass ihr mich oder uns mit Hilfe eurer Kommentare unterstützt, was wir besser machen können, was wir anders machen können. Ich hatte erst überlegt, so Voice-Over zu machen über die Videos, bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das tatsächlich machen will, denn viele mögen es ja immer, sich die Tiere anzuschauen, unterlegt mit schöner Musik. Kann auch passieren, dass ich so eine Anmoderation mache und eine Abmoderation vor dem eigentlichen bzw. nach dem eigentlichen Video, wo ich dann ja, das Ganze so ein bisschen erkläre und bewerte. Ich weiß wirklich noch nicht, wie wir das Ganze umsetzen. Ich weiß aber, dass wir das gerne machen wollen und auch eine Zeit lang jetzt erstmal mit diesem Bewertungssystem arbeiten werden. Also wir werden es nur, weil jetzt irgendwie, bitte nicht falsch verstehen, weil ihr jetzt kommentiert, was ist denn das für eine Wertung, da 30, da 60, da 10 oder sonst irgendwie was, macht das doch so, werden wir nicht gleich alles umschmeißen. Einfach, wir haben hier wirklich Gehirnschmalz reingesteckt in die ganze Geschichte, haben uns da Gedanken drüber gemacht und wir können halt auch einfach nicht alles bewerten. Das ist halt einfach so, weil wir einfach nicht alles in Anspruch nehmen. Wir sind ja im mittleren Alter, sage ich jetzt einfach mal. Wir gehen sehr, sehr gerne in Zoos, Tierparks, Wildparks und schauen uns das gerne an. Aber wir sehen das halt ja, durch unsere Brille und die muss ja nicht unbedingt eurer Brille entsprechen. Und deswegen lasst es uns einfach mal so testen. Vielleicht gewöhnt ihr euch ja einfach auch an dieses Wertungssystem. Und ja, am Ende des Tages geht es uns darum, euch mit an die Hand zu geben, ob es
dieser Park oder diese Location verdient hat, besucht zu werden oder auch nicht. Vielleicht wart ihr aber auch selber schon in dieser Location und habt ein völlig anderes Bild. Dann wäre das doch eine Grundlage für eine Diskussion oder vielleicht mal einen Livestream oder was weiß ich auch immer dergleichen. Wir werden das jetzt machen. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen das erste Video dazu online stellen. Das ist schon ziemlich weit vorangeschritten. Und zwar geht es dort um den Wildpark Lüneburger Heide. Und dann wird es zwei, vielleicht auch drei Teile zum Serengeti-Park Hodenhagen geben. Da waren wir jetzt in meinem Urlaub. Deswegen habe ich auch so einen langen Gesichtspullover. Und wir möchten euch gerne unsere Meinung zu diesen beiden Parks mit an die Hand geben. Und hoffen einfach, dass dieses neue Videoformat bei euch gut ankommen wird, dass ihr da Spaß dran haben werdet und dass ich es oder dass wir es vielleicht schaffen, schon viele, viele eurer Fragen im Vorfeld zu beantworten, wie zum Beispiel, wie hoch ist der Eintrittspreis, wie viele Tierarten gibt es da und all diese Dinge wollen wir im Vorfeld schon beantworten beziehungsweise in unserem eigentlichen Video beantworten. Deswegen wird es sich für euch auch immer lohnen, wenigstens immer den Anfang und die Bewertung eines einzelnen Videos zu schauen, ob ihr euch dann die Tiere anschaut, ist dann natürlich immer euch überlassen. Ich habe mir auf jeden Fall noch vorgenommen, immer die Internetauftritte der einzelnen Locations mit in die Videobeschreibung zu setzen und euch auch drei Zeitstempel zu setzen, nämlich Einführung ins Video, also die Anmoderation, wenn das so kommen sollte, den Hauptteil des eigentlichen Videos und natürlich auch die Bewertung, so dass ihr da hinspringen könnt und nicht gezwungen seid, alles euch anzugucken. Und wahrscheinlich werde ich auch noch die Dia-Show separat stempeln. Ansonsten wird es so sein, wenn es nicht zu voll ist in den einzelnen Locations, werden wir euch auch mal die Wege zeigen, die Anlage an sich so ein bisschen einen Überblick davon geben. Aber wenn es zu voll ist, vermeide ich sowas immer. Ich bin auch kein Fan davon, wenn mich jemand ungefragt filmt und fotografiert und das dann vielleicht noch irgendwo veröffentlicht. Ob ich das dann irgendwo finde, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Aber ich persönlich mag das auch nicht so wirklich gerne und das respektiere ich dann natürlich auch bei anderen, beziehungsweise ich frage da niemanden, ob es ihn stört, wenn er gefilmt wird, sondern ich unterlasse das größtenteils gleich von vornherein und verzichte dann eben auf die ein oder andere Impression. Das sehen viele, viele meiner Kollegen hier auf YouTube anders. Soll jeder handhaben, wie er möchte. Mir ist Privatsphäre schon relativ wichtig. Und bevor wieder die Fragen kommen, meine Frau wird auch zukünftig nicht vor der Kamera zu sehen sein, zumindest nicht auf der Art und Weise, wie ihr das erwartet, sondern sie wird weiterhin die GoPro durch die Locations führen und für euch die Videoaufnahmen machen. Ich werde mich um die Fotos kümmern und wir werden aber zusammen die Bewertung erstellen, wo ich dann am Ende die Ehre haben werde, euch das Ganze zu kommentieren. Ja, ich hoffe, das Video hier war für euch interessant. Ich werde das unter oder beziehungsweise in den ersten Wertungsvideos jetzt immer oben mit verlinken, damit sich das jeder dann auch immer noch mal angucken kann, bevor es da unzählige Fragen gibt. Und ich hoffe, ihr seid mit unserem Bewertungssystem hier einverstanden, geht mit dem akkord und könnt damit vor allem dann auch was anfangen, vielleicht als Reisetipp oder sonst irgendwas. Und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, auf eure Meinung da dazu. Lasst einfach einen Kommentar hier unten da, lasst Daumen nach oben da und wer möchte auch nach unten, das übt ja der ein oder andere immer fleißig. Und in diesem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst Daumen nach oben da und oder ein Abo, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Denkt in dem Zusammenhang auch unbedingt an die Glocke, denn dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Zeit und wir sehen und wir hören uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao, euer Daniel. Tschüss.